Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 mit mir, The Gentleman. Wir sind am Scheideweg. Ich glaube, alle unsere Charaktere sind halbwegs ordentlich ausgerüstet. Wenn nein, wüsste ich aktuell nicht, was ich ihnen gerade noch viel Geschickteres zur Verfügung stellen könnte. Sorry. Stellen könnte. Okay, der Maschinenarmreif ist ein kleines Stück besser. Plattenschutz rein. Okay, der kann keine Magika erhalten. Dann dürfen wir uns wahrscheinlich im großen Unbekannten stellen. Vielen Dank, Cloud. Solange wir zusammenhalten, können wir ihn besiegen. Daran glaube ich fest. Gehen wir? Durchkommen? Die letzte Bastion des Schicksals. Es wird ganz schön schwer. Los! Barrett, nicht so lang rum, komm einfach mit. So was schreckt mich schon lang nicht mehr an. Nicht alle Hürden sieht man. Überwinden lassen sich alle. Immer. Bildchen? Papa legt los. Einfach ein Leckerbissen. Sieht doch fast so aus wie da, wo wir wegkommen. Mal.
ein. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ein Dresser. Nicht gerade so angenehm. Du lebst. Freut dich das? Freuen wir übertrieben. Sind das etwa auch Meuren? So habe ich mir Gebieter des Schicksals eher vorgestellt. Erledigen wir sie! Mit auf den Boss, oder? Los, weg hier! Nicht stehen bleiben! Das sieht übel aus, Mann! Oh, 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 rennt, 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 rennt! Ja.
Magie die Tage auf Cloud. Nach der Rechtschaft der Frau ist auf die Erhabene Verdammt. Jetzt! Mein Einsatz! Tiefer kann auch noch meine Faust auf die... Sie kann sich mal so leicht lasse ich mich nicht unterkriegen. Auf geht's, Verlierer! Das war's. Oh, das können wir noch ein wenig weiter spielen. Genug.
Konterschlag gegen die Moira. Limit. Ich hab genug. Limit auch gleich noch gegen die da. Irgendwelche letzten Worte. Die Realität, die wir zu zerstören ersuchen. Das ist wohl der eigentliche Gegner. Doch kümmern wir uns erst um die. Konterstellung gegen die Erde. Gleich wieder in Konterstellung. Du sorgst dafür, dass du nicht stirbst. Da geht noch was. Das gefällt ihm nicht.
So, die gelbe Moira wurde besiegt. Wir enden mit auf die Werte. Und maximale Wut auf die Werte. Wir uns auf. Wir bekämpfen sie gleichzeitig. Okay. Ich übernehme das Riesenteil. Ha! Dein Gegner bin ich. Hey, Tifa, könntest du mich mal bitte halten? So wird das nichts. Arzt. Da stehen wir durch. Ja. Ich bin bereit. Tob dich aus. Dann gucken wir doch, wie gern der Käfer mag. Schon mal einen Fähigkeit. Einmal Limit.
und Magie auf Aerith. Gegenstände, einen Mega-Heiltrank auf Cloud. So, der Rosso möchte doch garantiert ein bisschen bespaßt werden. Zieht auf den Burschen. Rechtschaffender Faust. Auf den Werder. Klingstrahl auf den Werder und du machst rechtschaffende Faust auf den Werder. Cloud hält sich hoch, während Aaron Impuls hier auf dem Wasser. Genug. Barret, jetzt! So, Shiva, zeig mal, was du kannst. Hm.
erschrecken. Ende mit Schrecken. Wo sind wir? Beeil dich, Cloud. Geht hier vor. Das ist. Sephiroth. Der Junge wirkt irgendwie ein bisschen über. Jetzt beenden wir es. Beuge dich dem Schicksal, Cloud. Schnauze! Wieder. Los! Ja!
Zeig los! Los. Du wirst wieder verraten. Ich geb mich auf. Ja. Los geht's. Träumst du nachts von mir? Versuch's doch. Mit Schrecken Zettel raus. Und ich bin damit. Flehe um dein Leben. Aua. Das sollte reichen. Einmal Limit. Das war's dann. Und Fertigkeiten. Schrecken auch. Hast du Angst vor mir? Verzieh dich! Nicht wirklich. Bist du bereit? Immer doch. Flehe um dein Leben. Ja! Du heißt sich selbst, wie wird sie recht auf Haus anwendet? Ich kann mich nicht retten. Hast du Spaß? Aua. Zur Seite. Nix damit liegen bleiben. Ich bring das zu Ende. War
es also zu Ende? Mist. Ich hoffe mal, dass das schon der Fall ist, wo Tifa uns unterstützt. Natürlich noch. Jetzt beenden wir es. Beuge dich dem Schicksal, Cloud. Schnauze! Ich bin bereit. Uns hochheilen. Schützen uns jetzt gleich wieder. In der Klemme? Nicht wirklich. Bist du bereit? Immer doch. Feier um dein Leben. So wird das nichts. Ich kann nicht.
Gegenstände nächste Phönixfeder verbrauchen. Wo haben wir sie dort? Nicht übertreiben. Verschwende. Das Spiel ist aus. Die Tage auf Tifa. Schon wieder down. Das haben wir gleich. Seht auf dich. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Gegenstände. Wie wäre es mit einem Elixier auf Cloud? Spürst du den Schmerz? Ja, ich suche kurz aus. Warte, ich rette dich. Kannst du dich erinnern? Bin gleich bei dir. Zwecklos. Mist. Dieser Kampf, der ist wirklich, wirklich haarig. Müssen wir wieder komplett von vorne den Kampf beginnen. Das schaffen wir es von irgendwo mittendrin. Okay, wieder von mittendrin. Jetzt beenden wir es. Hast du Spaß? Was ist los? Das war's dann. Flehe um dein Leben.
Immerhin haben wir es schon mal wieder tiefer. In der Klemme? Nicht wirklich. Bist du bereit? Immer doch. Zu nachlässig. Und gleich die Limit hinterher. Das war's dann. Und mal wieder Cloud hoch ein. Volle Kraft! Damit wäre einmal Sephiroth tot. Aeris! Da bin ich. Los! Hast du Spaß? Los geht's. Gegenstände. Versuch mal ein Elixier Richtung Schau zu werfen.
Zeit zu kämpfen. Du kannst mal ein bisschen Energie an Cloud transferieren. Gebe ich alles. Das ist nichts. Bisher. Keine Chance. Erstmal Vitaga auf sich selbst tiefer macht. Eishagen. Und er macht auch gleich noch einen Eishagel. Verpfifft. Und gleich den nächsten Eishagel zerpfifft. Dann sich mal wieder ein. Die Espa leider Gottes zu Ende ist. Kannst du dich erinnern? Die Phönixfeder. Sollte es wieder gehen? Wieder auf. Ich darf hier nicht. Gegenstände Megatrank auf Cloud. Träumst du nichts von mir? Kommen wir zum Finale. Ich leg los. Arbeiten wir im Team. Ich mach das. Keine Chance. Was unternehmen?
ich dein Gebet. Wieso? Ich hab keine Kraft mehr. Haben wir hier was Brauchbares? Im Zweifel. Das tat weh. Damit sollte es wieder. Scheiße. So knapp vom Ziel. Nicht wirklich. Bist du bereit? Immer doch. Los geht dein Leben. Los jetzt! Versuch's! Limit-Attacke. Direkt dahinter. Hinter. Und du machst auch noch eine Wissenschaft.
Wo hast du denn den Mega-Heiltrank? Gut gemacht. Gib auf dich acht. Ich leg los. Zieh dich auf. Mein Einsatz. Ich hab genug. Jetzt wird auch gerechnet. Wenn Klaus gerade nicht kann, heilig. Machen wir ernst. Mist. Träumst du nachts von mir? Damit sollte es wieder gehen. Thank you.
erwächst erstmal wieder tiefer zum Leben. Erstmal sicherstellen, dass Kiefer Leben hat. Und selbst noch mal. Nein. So, wahrscheinlich finale Phase. Und ein Megatrank erstmal an Harris. Erstmal einen Megatrank an Cloud. Auch nochmal ein Megatrank geklaut. Wie wär's mit Verzweiflung? Sephiroth besiegt.
euch vor. Die Sphäre vor uns existiert noch nicht. Auch unser Planet soll einst ein Teil davon werden. Ich will nicht verschwinden. Ich will dich nicht auslöschen. Wo sind wir? Am Ende der Welt. Leih mir deine Kraft, Cloud. Lehn dich mit mir gegen das Schicksal auf. Vergiss es. Noch 7 Sekunden bis zum Ende. Aber es ist nicht zu spät. Die Zukunft entscheidest du, Cloud. Vizedirektor. Direktor. Richtig. Hast du gesehen?
Vielen Dank. Marlene? Komme! Oh. Papa? Marlene! Warte auf mich. In welche Richtung sollen wir gehen? Sephiroth. Solange er lebt, muss ich. Du hast ihn doch besiegt. Suchen wir ihn. Zusammen. Ich komme mit. Für die Verfolgung braucht ihr einen Fährtenleser. Ich bin auch dabei. Der Typ wird schließlich den Planeten zerstören. Und ein Feind des Planeten ist ein Feind von Avalanche. Cloud, noch ein bisschen. Der Himmel macht mir Angst. Sehr, sehr geiles Game. Oh, moin, Reven.
gerade erst gesehen, dass du geschrieben hast. Zu sehr in den Kampf vertieft. Naja, Strategie war dann irgendwann hart austeilen, dabei passig hochheilen und seht, dass wir immer noch mindestens zwei Leute am Start haben, dass den Damage ein bisschen verteilt bekommen. Achso, dass Tifa da ist, letztendlich muss man dort das erste Mal den Schock komplett gegen ihn ausspielen. Das mit relativ schneller Action funktioniert. Und dann hat man immerhin ein bisschen mehr Flexibilität im Kampf. Bin mal gespannt, ob wir jetzt ein kleines Outro bekommen. Ansonsten geht es demnächst irgendwann weiter. Dings da. Mit Integrate. Auch das klassische Tank-Verhalten ist durchaus eine valide Variante, die man durchziehen kann. Aber alles in allem kann man auf jeden Fall schon mal hier zu dem Remake sagen, ist schon wieder ein epischer Teil. Stimmt, wieso ich Tifa hatte? Keine Ahnung. Sie wurde mir automatisch kann vielleicht irgendwo mit ein, zwei Entscheidungen, die man vielleicht im Spiel getroffen hat, zusammenhängen. Nur worin es genau besteht, keine Ahnung. Ist erstmal, dass ich es durchgespielt habe. Ein paar
paar Rückblenden. Ich überlege gerade. Wo man gegebenenfalls dort noch einen Unterschied reinbekommen kann, wo man eine bewusste Entscheidung mal getroffen hat. Ich vermute mal, dass irgendwo drin nochmal eine Szene war, wo man sich letztendlich irgendwo entscheiden musste, wie man mehr sozusagen Vertrauen entgegenbringt oder so ähnlich. Und dass sich daran irgendwo entschieden hat. Aber das ist wirklich schwer zu sagen, wann es gerade aktuell liegt. Ansonsten hatte ich, glaube ich, auch alle Nebenmissionen erledigt. Kann auch sein, dass es abhängig ist, wie viele man davon geschafft hat. Gut zu wissen. Zwischendrin hatte ich auf jeden Fall mal eine Cutscene mit Tifa bei Aerith's Haus. Wenn ich mich recht entsinne. Aber bin mir da auch nicht mehr ganz sicher.
Okay, Schwierigkeitsgrad wurde freigeschaltet. Okay. Erstmal schon mal das Ganze zwischenspeichern. Okay. Ja. Spielfortschritt. Kampfberichte 14 von 20 erreicht. Cornelius Colosseum habe ich ein bisschen ausgelassen. Shinra Kampfsimulator 1 von 15. Okay, zwei Alterskarten habe ich vergessen. Ein paar Gegner, ein paar Analysen nicht gemacht. Okay. Gut zu wissen. Okay. Auch spannend. Ja, und dann würde ich wahrscheinlich erstmal soweit für heute abschließen. Bis dahin, euer Gentle.